Wofür brauchen wir Ketchup? Und ist das Ding? Uiuiui, das muss ganz verdammt scharfes Ketchup gewesen sein. Jalapeno Ketchup arriba! Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Penumbra Requiem. Also im letzten Part haben wir einen gewissen Herrn Dr. Emesis, wenn ich mich richtig erinnere, kennengelernt. Also über das Walkie-Talkie, was wir eingesammelt haben. Haben wir das? Klare Sache, wir haben's. Dann legen wir das mal auf die 1. Mal sehen. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Gibt's ein Erdbeben auch schon wieder oder wie oder was? Gut, und ich habe jetzt rausgefunden, man kann hier Quicksave machen. Das heißt, ich kann jederzeit speichern. Das finde ich umso besser. Das hätte es auch bei dem Black-Black-Games sollen. Was ist denn da drin? Ist da eine Maschinerie? Hallo? Heilige, was ist das denn? Hier sind wir in der Fabrik. Ah. Okay, da drüben ist der Orb. Und wir... Achso, wir müssen uns jetzt also von Plattform zu Plattform klettern, alles klar. Ich hoffe, da unten wartet nicht irgendwas auf mich. Keine Spinnen oder sonst was in der Art. Ich nehme mal lieber den Glowstick, dann ist doch gleich alles viel hübscher. Wo muss ich hin? Moment, ich gehe nochmal hoch vielleicht. Muss ich da hin? Muss ich hier irgendwas mit dem Schalter machen, weil... So! Haha! Zum Glück bin ich nochmal hoch. Wo kommt der jetzt? Komm rüber. Los, komm. So. Uah, Vorsicht. Ach, so eine schöne Fahrt in der Fabrik ist doch Spaß. So eine Besichtigung. Okay, wo muss ich jetzt hin? Alle abbahn. Haha. Das klappt ja wunderbar. Da lang. Ich muss wahrscheinlich auf den da, oder? Oh, jetzt geht's wieder runter. Alles klar. Also erst auf den da, meine Lieben, und dann auf den da drüben, um damit ich an den Orb komme. Gut. Alles klar. Mit ein bisschen Kaffee ist ja gar nicht so schwierig. Yes! Und halbala. Haha. Was mich immer gewundert hat, ist... Tut mir das was? Ich hoffe nicht. Halbala. Dass der Philipp die ganze Zeit ruhig bleibt. Also, man hört ihn vielleicht mal so aufstehen, so, oh mein Gott. Aber man hört ihn niemals schreien. Key total equals exit sufficient. Und das heißt jetzt, wir können zur Tür, die auf der anderen Seite ist. Alles klar. Ich hoffe echt nicht, dass ich hier irgendwas treffe. Ob es nun Spinnen sind, Hunde oder Würmer oder Infizierte, weil ich habe hier bisher noch niemanden gesehen, aber... Ich kann auch wieder da oder... Ich warte lieber, ich gehe den sicheren Weg. Moment. Also, wie konnte ich nochmal abspeichern? Ah, F4, genau. Gut. Nee, nicht, dass ihr denkt, dass ich das jetzt den Ausruf. Ich kann, glaube ich, auch nur eine gewisse. Zippala. Eine gewisse Anzahl. Und deshalb muss ich damit sparsam umgehen. Jawohl, da. Wunderbar. Alle ab. Alle. Jawoll. So, und dann... Achso, jetzt haben wir wieder so ein Portal. Vorhin war doch nur einer da in der Kammer und jetzt sind beide. Ah, höflicherweise mal die Türe zu. Und weiter geht's. Wo bringt es mich wohl diesmal hin? Truth is like a sculpture. One perspective is never enough for true understanding. Ah ja, die Wahrheit ist wie eine Skulptur. Eine Perspektive ist nicht genug, um es zu verstehen. Oh, eine Sequenz. Oh, Mann. Hallo? Was ist das? In Control Square Lifts. Ach, das kontrolliert also den Lift. Was ist das denn? There's a small sign on the pipe. Delivery report for safety system ground floor. Und ein Painkiller. Was heißt das jetzt?
The debris safety system filled with distribute or disintegrates to one of three ports. Choose which here. Okay, und was soll ich hier jetzt machen? I've never seen technology like this. A wooden box with a key symbol on the side. Okay, soll ich damit was machen? Achso, ich soll meine... Dafür sind die Kisten hier. Hier, diesmal soll ich mit der Treppe machen. Und diesmal weiß ich auch wo. Ja, ja. So. Und noch eine dritte oben drauf. Das müsste doch passen. Ja. Nicht runterfallen. Nee, ja, nicht runterfallen hier. Wie stehst du denn? Okay, alles Mann, auf neuem. Moment. Ich glaube, die tue ich lieber oben hin, denn es könnte sein. Ich habe so das gefühlige Gefühl. Wir sind ja genug auf von den anderen Kisten, dass ich die wahrscheinlich oben wo brauche. Das kann ich mir gut vorstellen. Anstatt sie also als Grundpfosten hinzutun. Ja, ich bleib hängen. Na, sowas. Nutze ich lieber die Kisten. Achso. Ach, deshalb sind die schief. Ja, dann stellen wir dich mal so hin. Ey, wie geht es denn nochmal? Ja. Nee. Nee, das will nicht. Gut, alle ab. Ja, es ist ein bisschen langweilig hier, aber ich kann auch nichts dafür. Tut mir leid. Ja. Ach, Mann. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr denkt. Als Kleinkind hätte ich das sicher hingekriegt, aber so... Moment. Erstmal schauen, ob ich hier vielleicht irgendwas machen kann. Hä? Was macht das denn? Schwebe ich dann? Yep, yep. Oder was ist, wenn ich eine Kiste draufstelle? Was passiert dann? Mein Gott, die Kiste schwebt. What the hell is going on? Alles klar, und was bringt mir das jetzt? Gar nichts, würde ich mal sagen. Ah, das ist jetzt wieder ein bisschen kniffliger. Habe ich hier was? Warum ist eigentlich... Ist meine Maus eingerastet oder was ist los? Anscheinend, weil das Maus... Der Mauszeiger wird hier die ganze Zeit angezeigt. Die Hand. Flip, 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 flip. It's too far away. Echt jetzt, Philipp? Achso, jetzt. Es geht also nur bei dem ersten, aber was soll das denn jetzt mir bringen? Flip, 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 flip. Mal sehen, da ist es. Moment. Das zeigt die Stufe. Ah, das zeigt die Stufe an, wie weit, wie hoch das fliegt. Verstehe ich es richtig? Also ich bin... Vielleicht bin ich auf Stufe 3 stelle, vielleicht kann ich dann... Ja, schwebe ich? Nee. Nee, na komm schon, komm schon. Vielleicht brauche ich einen schönen Gedanken. Dann fliege ich wie bei Peter Pan. Ja, ja, na komm schon. Nein. Ja. Hallo? Jemand drin? Ich höre die ganze Zeit Darth Vader hier in dem Raum. Dieses... Malbalay. Malbalay, Malbalay. Lass euch dich da drauf stellen. Du Schlüsselkiste. Aber komischerweise auch nur das hier ist an. Ja, du hast sowas noch nie gesehen. Ich ja auch nicht. Ich kann die aber auch nicht nirgends hin so hinstellen, dass. Boah, achso, so. Oh, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ich muss ja Licht anmachen. Ich habe nämlich bei den Aufnahmen gesehen, dass es für euch ziemlich dunkel wirkt. Entschuldigung dafür. Ihr sollt ja auch sehen, was ich hier mache. Aber um eben Batterien zu sparen, nehme ich lieber... Hoppala, den Closed-Stick da. Habe ich irgendwas übersehen? Nee.
Ja, das nenne ich Kunst, meine Lieben. Wahre Kunst. Aber für irgendwas muss mir das doch helfen. Gut, jetzt habe ich... Naja, ich hatte dich gerade mal an die Wand geglitscht, hä? Hat dir aber nicht so gefallen. So. Ja, komm. Komm. Ich stelle mich wahrscheinlich wieder zu blöd an. Kann ich das vielleicht nochmal... Aha! Moment. Was bewegt es hier? Das hört jetzt sich an, als würde ich einen Frosch würgen. Moment. Aha. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich mache mir also echt eine Brücke, aber eine fliegende Brücke? Echt jetzt? Das wäre ja geil. Moment, da müssen hier drei Kisten hin. So. Aber da muss die dritte Stufe, da muss ich den... Moment. Okay, jetzt sind schon mal alle an. Das ist ja wunderbar. Dann heißt, hier müssen zwei hin. Verstehe ich es richtig? Ja, so nicht. Ei. Das ist eine Sauerei hier, aber ich muss es ja zum Glück nicht wieder sauber machen. Und hier müssen drei hin? Aber dafür muss doch der Schalter hier sein. Oder? Also, echt, ich habe keinen Plan. Weil ich kann die auch nicht wieder ausschalten, oder? Klick. Ja, sieht schön aus, aber bringt mir nicht viel. Ich kann die auch nicht mitnehmen, die ist zu schwer. Hep. Alle, ja. Hop. Aha, das sieht... Das... Oh. Wow. Oh, das ist die... Oh, das sieht verdammt gut aus. Ja. Anab. Da, verdammt, daneben. Ja, und dann probiert's einfach mal. Wenn's mal mehr schon mal nicht klappt, dann klappt's halt beim 300. Mal. Da soll ich dich ein bisschen drehen. Du bist fixiert, was? So fixiert bist du in deiner Lage. Oh, so siehst du wunderbar aus, mein Schatz. Nicht, dass er wieder denkt, ich flirte hier mit Würfeln. Hallo? was ist hier? Gut. Ich habe irgendwie... Ist das schon Laser? Was? Infection, Philip, didn't drive me insane as it did you. Oh yes, I know about Clem. Ah, yep. Okay. I bonded with a turncoat on a different planet. It has Ow. Advantages. I know about you, about the universe, about God. But you know what else I know? I know what you did. I know you revealed the location of this facility. Ja, das habe ich gemacht, ja. Brauchst dich nicht zu bedanken, alter Doktorchen. Gut, so weit bin ich jetzt schon mal, aber ich hoffe echt nicht, dass ich diese Kiste da unten brauche, sonst habe ich ein Problem. Alle, ja. Vorsicht. Ich gehe mal da erstmal an die andere Leiter. Alle, ja. Gut, was haben wir denn hier? Choose which here. High technique aperture in the form of a metal pipe? Warum Ketchup? Wofür brauchen wir Ketchup? Und ist das Ding. Uiuiui, das muss ganz verdammt scharfes Ketchup gewesen sein. Jalapeno Ketchup Arriba! Zum Glück habe ich das nicht getrunken, sonst hätte ich echt hier Magenprobleme bekriegt. Okay, jetzt haben wir hier ein paar Kisten mehr. Oh, was kommt denn da runter? Komm schon, beeil dich.
da. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich mach mir schon den Weg bereit. So. Alle ab. Alle ab. Ah, einiges ist zu klein. Deshalb sind ja auch genug Kisten hier. Ich sollte aufpassen, dass keine runterfällt. Sonst habe ich ein Problem. Jetzt. Upp. Jetzt stelle ich nichts an. Okay, und du kommst jetzt da hoch. Ah, wunderbar. Noch mehr Ketchup. Und noch mehr, hihi. Wo jetzt hin? Wo soll das Chili Ketchup hin? Arriba! Okay, Leute, ich würde sagen, hier beende ich den Part. Wir sehen dann im nächsten Part weiter, wie es weitergeht und ob wir das Chili Ketchup noch für was brauchen. Und bis dann. Ach ja, bevor ich es vergesse, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann teilt ihn mit euren Freunden, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bin euer 93 Trovo, I love to entertain you, und bis zum nächsten Mal. Tschüss and goodbye.